Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, in der letzten Folge haben wir uns in Wollenruth mit Amon Moutier getroffen. Sag mal, hast du da Erz gefunden? Tatsache. Komm da weg. Was will ich haben? Ja, und in Wollenruth haben wir dann auch gleichzeitig noch hier so eine Quest aufgetan. Und die wollen wir dann natürlich auch nochmal eben machen, ne? Aber erstmal klöppel ich hier das Eisen weg. Geht nur nicht. Jetzt geht. So, haben wir das. Und gucken, können wir mal aus. Zeremonienwaffen. Wir fangen hier an. Raus aus dem Betten! Das wird euch eine Lehre sein. Na komm, Schätzchen. Er schießt mich quer durch den Raum. Warte ab. Streitkolben-Etikette. Ach, fast übersehen. Zeremonienaxt.
Hallo. Wer schreit denn hier eigentlich so? Guck der Funzel an. Schwebender Helm. Woher seid ihr gekommen? Meine Drachenform hat aber heute nicht lange gehalten. Woher seid ihr gekommen? Junge. Das wird eine Lehre sein. Weg mit dir, du. Ach, verdammt. Machst du? Danke. So, dann haben wir beides. Solche Trottel, ne? Und der Gock ist wirklich, ist nur Maskottchen, ey. Aber er will ja auch keine Ausrüstung mit mir tauschen. Ne. Da. So.
Woher seid ihr? Kommst du runter? Kommt offensichtlich nicht runter. Zwei bist du hier am Falten. Okin. Eju. Da macht mir so ein Doppelschwertkämpfer von... Reicht aber hier. Es wird euch eine Lehre sein. So, komm mit, Frau. Braucht man hier ein bisschen Romantik Light. Du schubst mich hier. So. Öhrchen. Funzel an. Ja, das war's. Guck mal, er hat hier noch eine Rolle in der Hand. Gib her die Rolle. Junge. Gib die Rolle her.
Benutzt zwar keine Rollen, aber... Ja, haben wir fertig, ne? Jut. Meinte, da oben ist noch irgendwas? Einer von den Schreinen, wo wir beten müssen, damit wir die Kreuzritterrüstung wieder tragen dürfen. Reiß mal irgendjemand anderen in Stücke. Wo reite ich eigentlich hin? Da müssen wir hin, ne? Will ich überhaupt hin? Ja, kann man mal machen. Ah. Bin sofort da. Kriegt aber hier mit meinem Kollegen. Mich aus der Versklavung und der vollkommenen Meister befreien. Mal immer aufladen. Wir müssen jetzt umgefallen. Haus auf die Fresse, Donebär. Haus auf die Fresse.
Leichte Rüstung auf 100. Terraner, du klopfst dich nicht schon wieder mit Dunedir, oder? Dass ihr beiden nie miteinander klarkommt, ne? Das werde ich nie verstehen. Ach ne, er hat Banditen gefunden, die er zerhackstücken kann. Mach, was immer dir gefällt, Dunedir. Mach, was immer dir gefällt. Hauptsache, du prügelst sie nicht schon wieder mit Serana. Ich würde mal echt hier die Abgaswerte von dem Pferd interessieren. Also da kommt ordentlich was raus. Boah. Fast vorbeigeritten. Servus. Ja, jetzt haben wir die leichte Rüstung auch auf 100. Er fliegt noch. Dunedir. Alten Wemser. Pah. Schön. Einfach schön. So, was mache ich denn jetzt? Weiße Dedra-Rüstung oder die urschwarze? Halb acht reicht. Hallo. Frühstück ist wichtig. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Du alter Faulpelz, ne? Was ist mit den Plantagengewinn? Sehr gut, mein Herr. Ich hab Beno gerettet. Ich habe schon davon gehört. Ihr habt den Gefährten und euch selbst Ehre gemacht. Mhm.
Auf Wiedersehen. Jemanden wie euch hätte ich nicht als Herold erwartet. Aber Kodlak hat eurem Urteil vertraut. Und das werde ich auch tun. Hast du Arbeit? Einer der Wächter von Drachenfeste hat sich an mich gewandt. Es geht um einen entflohenen Gefangenen. Der Jarl hat derzeit zu viel um die Ohren. Wir werden ihn damit nicht stören. Okay. Mittlerweile ist es ihnen egal, was mit ihm passiert. Mir ebenfalls. Am besten tötet ihr ihn einfach, damit es schneller geht. Ich kümmere mich darum. Seid vorsichtig. Dieser Mann gilt als gefährlich. Ich bin gefährlicher. Ja. Morgen, Farkas. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Das sind zwar endlos Aufträge, ne? Aber... Ich dachte immer, der neue... Wenn ich kann, vermeide ich es, nach Ostmarsch zu gehen. Da liegt etwas in der Luft. Ich glaube, es liegt zu nah an der Grenze. Aha. Also nochmal. Das sind zwar endlos Aufträge, aber wenn ich die im Questlog habe, dann mache ich die auch irgendwann mal. Und so habe ich dann auch immer einen Grund, wieder zurück zu Wilkas zu gehen, weil der ist ja mein Vogt und bei dem hole ich halt meine Plantagengewinne ab. Das ertragen könnt. Jammerlappen. Fliegt der immer noch hier rum? Bist du jetzt frei? Tunevir? Genießet. Wenn du frei bist, bist du frei. Lass mir nur Weißlauf ganz. Zur dunklen Bruderschaft müssen wir. Ach, ist das herrlich. Ach. Der hat irgendwas gerade von wegen gesagt, er wäre frei, oder nicht? Hab ich doch richtig verstanden. Er müsste jetzt nicht mehr mit den vollkommenen Meistern da. Ich meine, ist ja auch klar, die Valerika ist ja auch nicht mehr im Seelengrab, die muss er ja auch nicht mehr bewachen. Das stimmt natürlich. Ach. Wäre natürlich komisch, wenn er jetzt die ganze Zeit um mich rumkreisen würde, ne? Weil wir sind mittlerweile ja schon eine Zeit lang auf Legendär und das ist auch nicht mehr eine echte Herausforderung. Also so krass wie in meiner Erinnerung ist Legendär auch nicht mehr. Bah. Eine Pracht. Ich liebe es. Ich liebe es. Ohne Scheiß. Und den Dirt Replacer, ne? Habe ich schon mal gesagt? Ich liebe den Dirt Replacer. Der macht wirklich die Straßen. Ne, hier so ein Grünspan, der ist doch wesentlich realistischer, als da diese graue Asche, die da immer früher rumsaß. Von den Masken fehlt uns auch noch ein bisschen was.
Es ist so schön. Und hier der die Immersive Movement Mod. Ne? Ich finde die super. Man selbst ist zwar langsamer, aber die Pferde sind ein Stück weit schneller. Und das macht natürlich dann so eine Reise wesentlich angenehmer. Aber Glück gehabt, dass ich das Schwert nicht schnell genug ziehen konnte. Ein Traum. Böser Teddybär. Wunderbar. Was? Nur das Blechpferd, das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, ne? Fuchs, was willst du von mir? Dach. Ach. Herrlichst. Ich habe gesehen bei YouTube, ihr seht uns nichts. Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Mutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Astrid, das Amulett und den Achso. Was ist das? Dieser Brief erklärt alles. Das Amulett ist für Ausgaben. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Mhm. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen?
Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen. Zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Healer, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Mhm. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten, das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Ah. Jetzt. Ja. On the road again. Ich mache mich an. Das gibt doch. Ach nee. Er geht in eine andere Richtung, gut. Ah, herrlich. Seht ihr da hinten? Das Hügelgrab, das müssen wir uns mal geben. Da vorne. Ich glaube, da geht's in der nächsten Folge hin. Alter, pass mit deine Blitze auf. Ja, ich jetzt? Ich will nur zu meiner Basis. Gerade rechtzeitig geschafft. So ein Sauwetter, du.
Mal eben Bestandsaufnahme. Zwei Masken fehlen noch. Eine werde ich erst, wenn ich Alduin einen von den Mopper hau. Und Ebenerz fehlt und Diamant fehlt. Zwei Klauen. Hier haben wir alles. Ja, es ist gut. Das ist schon doof, ne? Hier mit der Axt der Reue. Weil wenn du dich für die Axt der Reue entscheidest, Serana, dann kriegst du ja nicht hier den die Trophäe für alle Dedra-Artefakte. Dafür müsst ihr zwingend hier die Maske wählen. Wenn ihr den Hund erschlagt, bekommt ihr den nicht. Ist aber auch verständlich, ne? So. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Aber ich habe jetzt was zu tun. Ich muss Rüstung schmieden. Beziehungsweise verzaubern und all den Quatsch. Damit ihr in der nächsten Folge mal was Neues zu Gesicht bekommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was.